Herzlich willkommen hier zu weiteren Folgen hier. Marsch. Guten Morgen. Mahlzeit oder wie immer. Ja, wir gehen jetzt weiter und fahren Wasser zur Brückenbaustelle. Wenn wir Sand fahren, ist er noch nicht voll. Anscheinend ist er, wenn er nicht voll ist, dann wartet er halt eine Weile. Der erste ist auch blocking, der ist auch voll. Damit immer das hinten weitergeht. Wir haben also irgendwann eingreifen müssen. So, jetzt sucht man hier den Punkt, wo wir unser Wasser abkippen können. Das ist mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, wahrscheinlich beim Wasserbehälter. So denke ich mal jetzt mal ganz pauschal, ne? So, jetzt müssen wir den Kurs anmachen, gucken wo der ist. Das heißt, irgendwo hier wird er ja langfahren, ne? Und dann brauche ich einen Kurs zum Wasser. Muss er hier irgendwo sein. Das Problem ist nur, wie kommt er rum? Ich gar nicht. Mein Loch zeichnet ja nicht auf, ne? Mit denen ist es ein bisschen ungünstig rückwärts zu fahren, ne? Also so wie auch nur den Punkt mal abkippen kann. Und das sieht schlecht aus. Kein gefunden. Ja, das ist ja ganz, ganz dämlich. Und Fahne jedenfalls. Das ist ungünstig. Wegen Fahren an sich. Wenn ich fahre, ist das egal, aber auch ein Fahrer ist nicht wieder. Oh, da geht auch. Ich muss mal schauen, wie er fahren würde, wenn er fahren würde, also fährt. Und ja, das war so nix. Das muss man wissen, nochmal anders anfangen. Das heißt, ich muss doch ausnahmsweise auf die linke Spur. Wenn die Brücke fertig wäre, muss dann fahren wir die Brücke und fahren dann zurück. Klappt ja nicht. Also wir müssen im Prinzip so fahren. Oh, wie will er dann wenden? Weil ich mich ja so ran und dann drehen. Und das ist blöd. Oder ich muss mal schauen, ob ich so ganz weit rechts ranfahre. Und dann in einem neuen Kurs hier ranbringen. Dann hat er hier immer keinen Punkt abkippen. Überhaupt keinen Punkt. Schlecht. Ganz schlecht. Und nochmal anders fahren und nochmal testen. Bevor hier irgendwas aufzeichnen, muss ich immer rausfinden, wie ich am besten den fahren lassen kann. Weil mein Hosenhänger sieht schlecht aus. Also im Grunde müsste ich jetzt auf die linke Spur kommen. Ihm hier so ranführen. Fahren. Dann kann er abkippen. Machen wir ein bisschen. Und dann muss er rum. Ganz weit. Nö, eigentlich nicht. Jetzt kann er im Prinzip auf dem Kurs zurückfahren. Das wird gehen. Also, neuer Versuch. Jetzt zeichnen wir auf. Und zwar, so wie ich das gesagt habe. Das war eigentlich ein bisschen blöd, weil er über die Spur kommt, aber anders geht es ja anscheinend nicht. So. Dann nennen wir uns jetzt kurz ihm losfahren lassen, ne? Er braucht ja sowieso den Punkt extra für Wasser abkippen. Er muss ganz, ganz Wasser. Er muss ja den Punkt nicht da hinten nehmen, sondern da eigentlich.
Ach so. Ich hätte mal hier mal kurz. Nein. Ja, anwenden. Das heißt, geht es darum, dass er. Ziel. Wasser. Abladen. Brücke. Erstellen. Er sollte eigentlich. Ich kippe mal ab. Runde ist ja und der Punkt ungünstig, ne? Wir könnten hier mal ein bisschen Zement kaufen, Zement, da kaufen wir mal. Kiessand haben wir schon drinnen. Brückenbau, Zement. Können wir nicht kaufen? Ach da. Okay, das geht. Maus weg. Normal. Wieder Maus weg. Probieren wir was anderes. Dann geh. So. Und zwar Brücke. Öffne. Brückenbau. Zement. An. Richtig. Das kann ich kaufen. Warum hier nicht? Das ist mir zu hoch. Warum geht das nicht? Ach, jetzt Kies weg. Gut. Zement. Jetzt wo ich das Kiegel, achso, das Kies. Das ist mir zu hoch. Kies, Wasser ist da, und warum ist so viel Wasser? Warum kann ich fahren, das ist automatisch, das ist ja fast voll. Oh, Zement, normal. Ich muss das zumindest, Stahl kann ich kaufen, ja. Jo. Stahl haben wir gekauft. Und warum geht's im Moment nicht? Das müsste normalerweise gehen. Kies geht es, Sand geht es. Aber es im Moment nicht. Das ist schon komisch. Oh. So, wenn wir hier mal gucken, wie das denn kriegen, dass wir jetzt,
So. Da ist jetzt ein Punkt hinten, dass wir da jetzt rumfahren können, ne? Weil den anderen Kurs können wir nicht annehmen, weil das ja Rückwärtskurs ist, ne? Wäre ja im Prinzip Unfug. Jetzt müssen wir hier den Kurs halt anfliegen. Das macht er ja normalerweise automatisch. Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich habe deaktiviert. Heißt, wird hier ein bisschen mehr klappt lassen können. Dann muss er irgendwo hier. Also einer ist. So, jetzt können wir uns erkennen. Angeschlossen. Okay. Das heißt, beladen. Abladen, 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 auffüllen. Lichter 1. Beladen, Topflage. Beladen brauche ich Wasserreihe, das können wir auch nehmen. Beladen, Wasserfabrik. Abladen. Wasser. Entladen, Wasserbauerei. Rückgrat geschrieben. Brücke. Wasser. Lassen wir überraschen. Das klappt, wenn wir sehen. Wir haben mal ganz kurz wieder gehen um Kiesfahrer hier. Kann nicht sein. Oh, der ist gefahren. Wow. Oh, Blocking. Dann ist er irgendwo passiert, im Unfall. Oder er blockiert irgendwo was. Kann auch sein. Aber wo? Kann man nicht rausfinden. Oh, der muss da lang fahren, das ist ungünstig. Das ist ja doof. Warum fährt er da lang? Das ist ja äußerst ungünstig, ne? Das ist ja so nicht ideal. Gut, das kippt man jetzt in die Brauerei rein. Ich denke mal, da müsste der Platz haben. Eigentlich. Dann fährt er noch nicht. Warum fährt er da lang? Das will ich jetzt mal wissen. Kann vielleicht sein. Macht ja keinen Sinn. Warum will er da lang fahren? Nicht logisch. Das ist viel besser, wenn er die Straße nutzt und gleich geradeaus fährt. Dass er hier lang fährt oder so. Warum will er eigentlich über diesen deswegen Abladepunkt für Malzfabrik? Das verstehe ich nicht. So, maximal Umweg, 1000 Meter. Anwenden. Wieso will ich jetzt hin? Abladen, Kies. Beladen, Abladen, Sand.
Das ist typisch. Das ist nicht logisch, ne? Mir ist schleierhaft. Wieso fährt er jetzt nicht so, wie er vorhin gefahren ist? Noch so ein blöder Kurs. Und so würdet ihr nichts, ne? Beladen sagt Kies und nicht Wasser oder sowas. Ist im Grunde ganz einfach zu fahren. Warum will er jetzt unbedingt da lang? Man, der hat ja schön Wenderadius, ne? Also ideal eigentlich normalerweise für Autodrive. Aber warum? Sind die auch so ein riesen Umweg, ne? Der will hier abkippen. Gibt's doch gar nicht so viel abladen Sand. Oder hat er den Kurs, den Punkt verkehrt gesehen, in Anführungszeichen, weil ich ihn geändert habe und das noch drinne war und er hat dann automatisch alles hingesprungen? Das könnte sein. Da kann man auch diese komische Fahrweise verstehen, was an der ganz verkehrten Ecke ist, ne? Okay, da haben wir mal immer so eingestellt, da klappt er normalerweise. Hier mit dem Traktor jedenfalls. Ob das nur mit dem LKW klappt, ist eine andere Frage. 2 Minuten noch, das können wir noch abwarten. Jetzt schaffe ich noch. Das ist ja also, da ist die Folgenlänge noch im verträglichen Rahmen. Ne? Also ist minimal, naja, ist länger. Das ist hier 1,40. Das ist vollkommen okay. Aber ich möchte auch die Spannung sehen, ne? Also ob das jetzt funktioniert. Ah, das jetzt im Endkauf nicht ging. So, dann muss ich gucken, was eine Zementfabrik kostet. Mein Zement kann man ja zur Not ja auch gut verkaufen nachher, ne? Weil das ja, ja, man muss nur halt sehen, dass man den Diesel alleine herstellt, ne? Auch Raps und so ein Zeug, ne? Ich habe in Thüringen keinen Raps gehabt. Auch keine Rapsfelder jetzt, die dann noch irgendwie angesehen sind. Also wir haben dann nur gucken, ob da ein Rapsfeld da ist. Können wir vielleicht noch ein Rapsfeld uns besorgen, ne? Per Pacht oder so. Ne, Pachten ist für mich bald cheaten, weil das zu einfach wäre. Ich möchte eigentlich so nicht mit auf Dauer so spielen. Das ist dann Feld für Apfel und Ei, einen Tag ernten und dann lass den Bauer machen. Das ist auch blöd, ne? Das ist, macht schon mal auf, das ist gut. Aber warum fährst du nicht rückwärts, du? Das weiß ich jetzt nicht. Müsste mal den Punkt. Scheiß hier. Ein bisschen verschieben. Nach da. Den nach da.
Und dann den ein bisschen da verschieben. Und den da. Und dann noch mal probieren. Und zwar von vorne, und zwar von hier vorne, dass er hier losfahren würde, ne? Also, ne, das sehen wir gleich in der nächsten Folge. Sag mal tschüss, ciao. Ja, gleich geht's weiter hier auf dem Marsch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, bis morgen, ne? Tschüss. Und morgen könnt ihr sehen, was los ist.